Ja, die ganzen USA schauen jetzt wahrscheinlich nach New York und wir fragen Sarah Schmidt, wie sind denn die Reaktionen, die politischen Reaktionen? Gucken wir noch mal in die Anhängerschaft der Republikaner. Versammeln die sich komplett hinter Trump? Ja, zumindest die führenden Republikaner versammeln sich hinter Trump. Es gibt viele Statements, unter anderem vom ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence, der von einem Skandal spricht und die Anklage als politisch motiviert sieht. Außerdem hat sich der Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy gemeldet und gesagt, dass er von einer Wahlbeeinflussung ausgeht, dass diese Anklage eine Form der Wahlbeeinflussung sein soll. Insofern spielen eben die Republikaner auf die kommenden Präsidenten Präsidentschaftswahlen an. Genauso Donald Trump. Der hatte gestern ja ein Statement herausgegeben, das in recht aggressivem Ton gehalten war. Darin spricht er von einer Witch Hunt, also von einer Hexenjagd. Und dieses Narrativ hatte er ja schon mehrfach bemüht, unter anderem auch, als es um die Impeachment-Verfahren geht. Er sieht sich also politisch verfolgt. Wie gesagt, das muss man einordnen vor dem Hintergrund des Präsidentschaftswahlkampfs und der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr. Ja, die ist noch ein bisschen hin, aber natürlich ist das das große, überspannende Thema. Wie positionieren sich denn die Demokraten? Der Präsident hält sich zurück, aber die Ebene darunter? Ja, die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat sich geäußert. Sie hat gesagt, dass niemand über der Justiz steht, aber natürlich jeder das Recht auf einen Prozess hat, wo er dann eben auch versuchen kann, seine Unschuld zu beweisen. Und der Abgeordnete Adam Schiff, der äußert sich insofern, als dass er sagt, das sei ein einmaliger Vorgang. Und das stimmt ja auch, denn noch nie ist ein ehemaliger Präsident in einem Strafverfahren angeklagt worden. Jetzt wissen wir ja nur, dass er angeklagt werden soll. Noch die Anklagepunkte kennen wir ja noch gar nicht so genau. Wie geht es denn jetzt weiter? Ja, also die US-Medien spekulieren darüber, dass Trump am kommenden Dienstag nach New York kommen soll und sich dort dann selber stellt. Die Staatsanwaltschaft, die Beteiligte, die hält sich noch sehr bedeckt. Die hat nur bekannt gegeben, dass man eben sich in Kontakt steht mit Trumps Anwälten und ja eben mitgeteilt hat, dass er in New York erscheinen soll. Wann genau das ist noch nicht bestätigt, aber amerikanische Medien spekulieren eben über den Dienstag. Und dann, das haben wir ja schon im Beitrag gehört, dann wird es vermutlich so ablaufen, dass Trump eben nach New York kommt, dort seine Fingerabdrücke abgeben wird, hinter verschlossenen Türen und dann auch einen Mugshot voraussichtlich gemacht wird. Also diese Fotos, eins dieser Fotos, die wir kennen. Aber wie gesagt, wann genau das ist noch nicht klar. Und die Polizei, die rüstet sich wahrscheinlich nicht nur für diesen Dienstag, sondern ist wahrscheinlich auch heute in New York schon in Alarmbereitschaft. Genau, die waren ja schon in Alarmbereitschaft, weil Trump vor knapp 2 Wochen ja in seinem Netzwerk Truth Social gepostet hatte, dass er davon ausgeht, dass Anklage erhoben wird und zu Protesten aufgerufen hatte. Da ist dann ja nichts, hat es keine größeren Proteste gegeben, aber da war man schon in Alarmbereitschaft. Und diese Woche zwischen Trump-Anhängern, woraufhin die Alarmbereitschaft dann noch einmal erhöht worden ist. Ich habe eben noch mal mit den Kolleginnen und Kollegen in New York gesprochen. Da stehen jetzt Absperrungen. Vor allem ist es aber im Moment ein großer Presserummel und vor Ort sind nur einige wenige Demonstrierende, genauso wie vor Trumps Anwesen in Florida, in Mar-a-Lago, auch da einige wenige Demonstranten. Sarah Schmidt, herzlichen Dank für diese Schilderung nach Washington.